Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein kleines Päckchen. Und zwar gibt es heute von Sembo einen kleinen Motorroller. Man könnte auch sagen Vespa, aber ich glaube, es ist keine. Warum macht das krass? So kam das Ganze bei mir an. Hier ist der gute Roller. Den bauen wir heute. Erstmal nur eine Kleinigkeit. 455 Teile. Ich habe auch noch ein bisschen was Großes im Petto, aber lasst mich mal meine Zeit so einteilen, wie ich sie brauche. Im Moment bin ich froh, wenn ich eher was Kleines habe. Dann habe ich wenigstens meinen Bauspaß. Aber ich habe auch noch Zeit für andere Sachen. Das ist im Moment ganz wichtig. Ja. Heute, wie gesagt, diesen Roller. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe alles schon sortiert bzw. ausgepackt. Sortiert ist es nicht. Mehrere Tüten immer zusammen. Auf vier Teller verteilt. Zwei Reifen sind dabei mit zwei Felgen. Wir haben zwei Sticker, aber wir haben auch zwei bedruckte Teile. Sind jetzt nicht hundertprozentig gut gedruckt. Sind so leicht uneins, die Buchstaben. Man sieht, dass das E ist ein bisschen tiefer als S und N. Aber es ist bedruckt. Und das für so ein günstiges Set. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. 8 Euro, 9 Euro. Das ist echt okay. Das ist vollkommen okay. Für 455 Teile ist das vollkommen okay. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu berichten. Sembo lässt viel Bauspaß hoffen. Sembo-typisch haben wir hier alles wieder in Rot umrandet, was neu dazu kommt. Das ist auch Sembo-typisch. Nichts ausgegraut, nichts verblasst. Und keine Baustellenunterteilung. Gut, bei so wenig Teilen, das ist jetzt alles, was wir haben. Das geht jetzt hier ruckzuck. Wir machen einmal quasi einen Cut, so ungefähr bei der Hälfte, würde ich sagen. Ja, so hier so 53 ungefähr. Da machen wir auch mal ungefähr einen Cut. Es sei denn, es gibt vorher noch was zu berichten. Ansonsten melde ich mich dann erst wieder. Kurzer Cut nach 32 Bauschritten. Soweit sind wir bisher gekommen. Ließ sich wunderbar klemmen. Also die Klemmkraft ist perfekt. Die ist echt gut hoch. Ich habe es, glaube ich, schon im letzten oder vorletzten Video, glaube ich, angekündigt. Ich bin mir nicht sicher. Sie ist deutlich höher geworden insgesamt, als man es von Lego kennt. Man hat in letzter Zeit immer mehr Sets, wo die Klemmkraft teilweise höher ist als bei Lego. Und so auch bei diesem Set, sie ist höher. Also ich würde so auf 8, 8,5 würde ich die Klemmkraft setzen. Und ich habe aber auch ein Manko. Guckt euch mal die Fliese an. Also die ist wohl irgendwie unter die Räder gekommen. Weil die anderen, die sehen deutlich anders aus als diese 1x2. Die hat schon gar keinen Glanz mehr, die ist komplett abgeschliffen. Die anderen, ja, ein paar leichte Kratzer, auch hier ein bisschen Dreck, da ein bisschen was. Aber das ist extrem. Das ist echt extrem. Die werde ich gleich nochmal tauschen. Weil das ist sonst doch ein zu großer Unterschied. Das ist ja, als wenn die matt ist. Und nee, das gefällt mir nicht. Also kann passieren. Ich meine, das Set hat 9, 8 oder 9 Euro gekostet. Mehr habe ich dafür nicht bezahlt. Und ja, wenn ich das jetzt reklamieren würde, das wäre Meckern auf hohem Niveau. Sowas habe ich in der Ersatzteilkiste, dann kann ich es tauschen. Wenn ich es nicht gehabt hätte, hätte ich es so gelassen. Aber schön ist sie nicht, klar. Aber ist jetzt auch nichts, wo man sich jetzt bei dem Preis drüber aufregen müsste. Ja, das wollte ich auf jeden Fall einmal gezeigt haben. Und
Wie gesagt, ansonsten bin ich hiermit top zufrieden, lässt sich super bauen, die Klemmkraft ist spitze und wir machen weiter. Ja, wie versprochen, 53 Bauschritte, da sind wir nun. Soweit haben wir schon ein fahrbares Vehikel. Noch nicht optisch schön, aber es ist schon fahrbar. Erinnert so ein bisschen jetzt gerade vom Aufbau her so eher an eine Goldwing. Zumindest hier hinten. Aber ja, das kommt ja noch. Gut, die Reifen sind natürlich eigentlich viel zu breit und zu groß für einen Roller. Aber ich denke, das wird optisch nachher trotzdem nicht schlecht aussehen. Ja, also in puncto zwei Rädern erwartet euch auch noch ein weiteres Set demnächst. Da habe ich auf jeden Fall noch was im Petto. Und zwar aus der Technikreihe. Was genau verrate ich noch nicht? Nee, verrate ich noch nicht. Und es kommt auch noch ein weiteres Set aus der Technikreihe. Das müsste sogar theoretisch eigentlich heute noch ankommen, aber das war bis jetzt noch nicht da. Ja. Ich habe sonst nichts weiter zu berichten. Klemmkraft nach wie vor super. Teile sind voll okay. Sind sogar noch ein paar mehr bedruckte. Ich habe hier noch was gefunden, was bedruckt ist. Da auch. Ja, die hatte ich schon gezeigt gehabt. Ja. Wollen wir das Ganze mal zu Ende bringen? Wie gesagt, soweit haben wir es jetzt. Und so soll es aussehen. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Und da haben wir es fertig. Das waren 108 Bauschritte. Und wir haben den kleinen Motorroller fertig. Hier oben haben wir einen Tacho drauf. Und außerdem ist hinten noch das Kennzeichen. Das beides sind Sticker. Das andere hier hinten sind Drucke. Ja, soweit finde ich ihn echt gelungen. Wie gesagt, er hat ein bisschen breite Reifen. Aber das ist okay. Minimalistisch gehalten, aber trotzdem irgendwie cool. Wir haben einen kleinen Gepäckträger. Wir haben theoretisch einen Sitz, den wir aufklappen können, aber die Klemmkraft ist zu hoch. Das habe ich ja schon erwähnt, dass die Klemmkraft sehr hoch ist und deswegen kriege ich hier die beiden hier. Die müssten eigentlich hochklappen. Die sitzen nur auf zwei Noppen. Aber das reicht. Das reicht vollkommen, dass das nicht losgeht. Also, ich krieg's jetzt mit einer Hand auch nicht los. Die Klemmkraft ist einfach viel zu hoch. Aber glaubt's mir, normalerweise kann man das hier hochklappen. Wir setzen es jetzt so wieder drauf, was mit einer Hand nicht so einfach ist. Ja, das ganze Ding ist robust, da passiert nichts. Aber das ist halt auch robust und deswegen klappt das nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, rollt 1A, also. Es fängt davon selber an zu rollen. Wenn ich jetzt irgendwie das hingestellt habe, hier seht ihr das, ich ziehe es nach vorne, es rollt wieder zurück, weil ich ein leichtes Gefälle im Tisch habe.
Ja, funktioniert soweit gut. Und man kann auch lenken, natürlich. Hat Spaß gemacht zu bauen, ist sehr robust. Wir haben hier auch einen kleinen Ständer dran, den wir ausklappen können. Allerdings nur auf einer Seite und deswegen kann der in die andere Richtung fallen. Ja, wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht zu bauen. Kleiner, einfacher Bauspaß und es steht auch so, weil es halt breite Reifen hat. Und ihr seht, es rollt mir einfach davon. Also rollt sehr, sehr, sehr leichtfüßig. Das hier ist an Teilen übrig geblieben. Dieses hier, klar, das habe ich ja getauscht, ist deshalb übrig. Ansonsten das Ganze hier sind Einzelteile, die übrig sind. Und sonst gibt es hier nicht weiter viel zu melden. Also das rollt gut. Klein, fein, günstig, empfehlenswert. Hier habe ich jetzt die Spiegel ein bisschen verstellt. Das ist aber auch nicht weiter wild. Die kann man wieder zurückdrehen. Ist alles ja nur geklemmt und gesteckt. Von daher lässt sich das immer wieder anpassen. Auch hier die Griffe. Ja, wenn er so leicht zur Seite kippt, dann passiert das. Dann verstellen sich hier auch die Griffe mal. Oh, bleibt doch mal stehen. Mit einer Hand ist das echt nicht einfach. Jetzt müsste es vom Winkel wieder ungefähr passen. Ja, wenn es euch gefallen hat, mir hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr von mir auf meinem Kanal sehen wollt, dann gebt mir ein Abo und aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr auch immer eine Info, wenn ich was Neues für euch habe. Das war's von mir. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat und wünsche euch noch einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video seht, natürlich. Ansonsten auch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. In der Regel, für die, die es sofort gucken, ist es dann ja der Samstag. Dementsprechend ein schönes Restwochenende. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich gesund und munter bei einem nächsten Video wieder. Baut rein!